wir sind ja aus, unsere Vorfahren sind auf vier Beinen gelaufen und der Kopf ist immer in der Bewegungsrichtung vorne. Das sind die Sinnesorgane, wie man auch bei einem Fahrzeug, das sich autonom bewegen soll, würde man die Sinnesorgane vorne anbringen und nicht hinten. Weil in der Bewegungsrichtung muss man den Weg eben detektieren. Deshalb sind die großen Augen vorne. Und warum hat man dann im Kopf ein Gehirn? Weil man die Sinnesorgane, die von über das Riechen, über das Schmecken und über das Sehen, die muss man ortsnah, damit alles schnell geht, verarbeiten, also im Kopf. Und meinen Studenten habe ich gesagt, ihr habt nicht mehr Gehirn im Kopf als so eine Fliege, relativ zur Körpergröße. Und das kann man sehen, wenn man sich die Gehirne von einer Fliege anschaut. Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Das ist eine dreidimensionale Rekonstruktion von einem Fliegengehirn. Man sieht hier außen auch noch die Oberfläche der Augen, kriegt also ein Gefühl dafür, wie voll der Kopf einer Fliege mit Gehirnstrukturen ist. Vielleicht das nächste Mal, wenn ihr die Tendenz habt, so eine Fliege mit einer Fliegenklatsche zu erschlagen, schreckt er zurück, weil ihr wisst gar nicht, was für ein kompliziertes Gebilde ihr zerstört. Okay, womit ich mich beschäftigt habe primär, das ist eigentlich, als wir begonnen haben, mit Drosophila zu arbeiten, gab es noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie die Nervenzellen in diesem Gehirn der Fliege ausschauen. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben praktisch einen Katalog von Zelltypen erstellt in diesem Fliegengehirn. Und hier sieht man, man kann mit bestimmten Methoden eben einzelne Zellen sich herausholen auf dem Hintergrund des Gesamtgehirns. Und das ist zum Beispiel ein einziger Zelltyp, von dem gibt es aber in jedem Auge 800 und es gibt tausende von Zelltypen. Das ist also ein recht kompliziertes Gebilde. Gemacht worden sind, wie auch in dem Computer, den man kauft und aufklappt und der dann gleich funktioniert. Da sind bestimmte Dinge einfach voreingestellt. Wie funktioniert das bei der Entwicklung von einem Gehirn? Die große Frage ist, wie machen Nervenzellen denn den richtigen Kontakt zu anderen Zellen? Woran erkennen die denn die anderen Zellen? Und was dann herausgekommen ist, wir haben Gene identifiziert, die für Eiweißmoleküle kodieren, die an der Oberfläche der Wachstumszonen von diesen Axonen sitzen. Und diese Oberflächenmoleküle, die erkennen dann die richtigen Zellen. Das ist wie ein Schlüsselschloss, muss man sich das vorstellen. Mein Schlüssel hier oben passt in Zimmer 127, aber nicht in Zimmer 128.